Wir haben die Winterpause genutzt und viele Renovierungsarbeiten umgesetzt. Die Theke wurde komplett neu gemacht, großzügiger, moderner, viel schicker auch hier in Waldoptik, und auch die Toilettenanlagen im Café sowie im Tierpark wurden komplett renoviert und sind jetzt für die Zuschauer der neuen Saison zur Verfügung. Was war das Problem? Naja, die vorhandenen Anlagen waren in die Jahre gekommen. Zum einen zu klein für die tolle gestiegene Besuchermenge, zum anderen aber auch nicht mehr zeitgemäß. Und da haben wir rund 70.000 Euro investiert, um das Ganze jetzt hier im neuen Schick zu gestalten. Und ich habe gehört, auf den Klos piept es jetzt auch. Ja, man hört Geräusche, nicht nur vom Sitznachbarn, sondern auch aus der Lautsprecheranlage mit Waldgeräuschen. Ja, hallo zusammen, wir stehen hier vor dem Vicuña-Gehege und freuen uns jetzt, dass die Saison losgeht. Samstag ist es soweit, wir öffnen um 10 Uhr unsere Tore, haben so einige neue Tierarten zu zeigen, aber auch ganz viel Nachwuchs. Sei es jetzt Erdmännchen, Katter, Schafe, Ziegen, Känguru und sonstige. Also es gibt viel, viel Nachwuchs zu sehen. Und wenn ihr Lust habt, ab Samstag 10 Uhr geht's los.